Ja, herzlich willkommen zum Stoffwindel-Update. Unser Kleiner hat jetzt um die 5 Kilo rum und ist ungefähr 56 cm groß. Oder 55, ganz genau weiß ich nicht. Also reden wir einfach mal über die Größe 4 bis 6 Kilo. Ich habe euch jetzt erstmal die mitgebracht, die jetzt gar nicht mehr passen. Und zwar sind das diese Blümchenwindeln. Mit den Druckknöpfen, einfach so aus Mullwindelmaterial. Die sind relativ preisgünstig. Kostet so eine um die 7 Euro. Habe ich so ein Sechserpack damals gekauft. Ja, die gehen am Tag nochmal so eben schnell hier die letzten Knöpfe zumachen als Tagwindel. Schon mal schnelle Wechseleinheiten. Aber ansonsten für unterwegs traue ich mich damit nicht mehr los. Und die waren ja auch, hatte ich euch letztes Mal schon gesagt, wenn er richtig dolle AA macht, Muttermilchstuhl, und dann seitlich liegt, ich weiß gar nicht, ob ich so im Bild bin, dann läuft das hier raus, weil so schnell kann dieses Material, das ist so ein bisschen, ja, glattes Material, das gar nicht so schnell aufsaugen. Das Bündchen finde ich toll, aber es müsste eben Frottee-Material sein. Wie gesagt, die waren immer günstig, dementsprechend sind sie ganz in Ordnung, aber eben nicht meine Favoritenwindel. Wer jetzt auch nicht mehr passt, sind diese kleinen süßen Lovely Bums. Lovey Bums. Das ist jetzt Newborn-Größe. Die sind richtig schön dünn, kommen echt so einer Wegwerfwindel schon echt nahe. Haben diese schönen Knöpfe auch. Einlage eingenäht. Ist alles in Ordnung. Die saßen immer schön schmal. Halten natürlich nicht ganz so viel aus wie jetzt so eine Dicke von Hotspots oder so. Die passt jetzt noch hier so auf den allerletzten Knopf, genau wie die Blümchenwindel, für den Tag mal eben schnell, wenn er da vielleicht nur eine Stunde oder so drinne bleibt. Für einmal pischern ist das in Ordnung. Aber wie gesagt, die habe ich schon in die hinterste Ecke geräumt. Immer wenn wir genügend Windeln da haben, nehme ich natürlich jetzt von den größeren. So, dann habe ich eine, womit ich immer noch nicht ganz klar komme. Obwohl das eigentlich beim Kaufen meiner Favoritenwindel war, sind diese schönen, richtig aus Baumwollflanell, oder Baum, ja doch, Baumwollvlies oder so. Ich will nochmal ganz kurz zurückkehren hier, die Blümchenwindel. Das ist 100% Baumwolle, ne? Das ist super. Die hier, Lovely Bums, die sind, muss ich jetzt mal kurz gucken, größtenteils auch aus Baumwolle. 91% Baumwolle, 9% Polyester. Ist in Ordnung. So, und die sind auch 100% Baumwolle, sind irgendwie richtig schön weich, so ein Baumwollvlies, denke ich mal. Ja, mit dem Binden, wir haben es am Anfang probiert, es lief alles aus, weil diese Beinabschlüsse sind eben nicht so schön wie bei denen hier gearbeitet. Das hält so wirklich so ein bisschen das auf, ne? Und diese hier ist auch dehnbar, aber entweder mache ich es falsch, dass man das vielleicht richtig eng hier so machen muss, oder es hat eben einfach diese Schwachstelle. Also diese Windeln mit einem anderen Beinabschluss wären perfekt. Vielleicht kann der Hersteller da ja mal was machen. Von Storchenkinder ist die Größe 1. Wie gesagt, hat sich leider noch nicht so bewährt. Deswegen sind sie bei uns in einer anderen Schublade und werden momentan noch nicht benutzt. Wir werden mal gucken, wie das da so weitergeht. Ich werde es von Zeit zu Zeit immer mal wieder probieren. So, da gibt es auch ganz toll diese Einlagen dazu. Brauchen wir momentan aber auch noch nicht. Wir benutzen fast alle Windeln ohne extra Einlagen. Noch funktioniert das. Ja, wo machen wir denn mal weiter? Ach ja, wer natürlich überhaupt nicht mehr passt, das ist die einzige, die gar nicht mehr passt, selbst im Tag nicht mehr, ist diese schöne von Blueberry mit dem Nabelknopf hier vorne. Ich muss mal ganz kurz gucken hier. So. Also die war für die Anfangszeit echt toll. Die wird nur so ein bisschen merkwürdig geknöpft hier. Nicht ganz so meins, dass man erst von hinten so rumkommt und dann darauf knöpft. Ich mag es lieber einfach so vorne drüber kletten oder auch knöpfen. Aber das ist Geschmackssache. Die Einlage ist auch ein bisschen unpraktisch, dass sie hinten angenäht ist. Ja, eigentlich bräuchte man es vielleicht doppelt und dreifach vorne, wo gepieselt wird. Aber wir kamen trotzdem immer klar damit.
die hat auch wirklich einen schönen Beinabschluss wieder hier. Also die kann man für ganz Neugeborene wirklich schön empfehlen. Wir haben da 8 Stück, hatte ich glaube ich davon. Die haben am Anfang viel angezogen. Aber wie gesagt, jetzt passen sie nicht mehr schon ab. Also bei 4,5 Kilo wurde das schon echt knapp. So reicht das hier vom Umfang her, wird das wirklich noch lange reichen. Seht ihr, wie viele Knöpfe da sind. Aber einfach von vorne nach hinten, vom Popo zum Bauch, das reicht nicht mehr. Das seht ihr auch, das ist wirklich nur echt kurz. So, das waren die. Ja, wen wir jetzt ganz stark am Gebrauchen haben, welche aber auch schon langsam knapp werden, sind die Lottis. Die sind auch schön aus Baumwoll. Frotté, ja, das saugt wirklich schön den Muttermilchstuhl. Und ja, die haben irgendwie so eine, ich weiß nicht, also irgendwas ist da noch eingenäht, das nicht Baumwolle ist, aber auf der Haut und außen ist alles Baumwolle. Ja, das ist hier XS. Die werden echt schon ein bisschen knapp, weil der Klettverschluss sitzt dann wirklich hier nur noch am Rand. Und ich mag es doch lieber, wenn es schon schön rumgeht. Aber wir benutzen sie noch gerne. Ich mag den Klettverschluss hier nicht ganz so gerne, weil dieser Klett ist eben hier richtig schön mit, nee, nicht schön, sondern ist eben richtig mit Stoff hinterlegt. Und irgendwie klebt er dann manchmal nicht ganz so und durch dieses Drumherum löst sich das manchmal so. Ich mag eben lieber, da kommen wir gleich zu, wie bei den Topspots, wo der Klettverschluss dann wirklich nur Klett ist. Die halten irgendwie besser, die Klettverschlüsse. Aber nichtsdestotrotz, Lottis ist einer meiner Favoriten. Allein schon wegen Frottee-Stoff und diesen Beinbündchen. Super! Aber wie gesagt, da brauchen wir bald die nächste Größe, falls ich davon noch recht kaufen möchte. Muss ich mir überlegen. So, dann haben wir ja hier die Little Lamb. Die lassen sich so ein bisschen schlecht zeigen hier, weil die sind natürlich schön hier in den Rändern schön auf Spannung mit Gummizuckern gearbeitet. Ja, die sind super auch. Schließt auch schön ab an den Beinen. Sieht ein bisschen klein aus, aber die kann man wirklich eben schön dehnen. Aber sie wird langsam auch schon ein bisschen knapp. Ist jetzt Größe 1. Hat auch jetzt 90% Bambusfaser und 10% eben so eine künstliche Polyester-Sache. Ist aber in Ordnung, saugt gut. Was bei denen hier auch so ist, nach ein paar Mal waschen, wird einfach, das ist eben kein so ein ganz hochwertiger Klett. Der wird eben ziemlich hart und fest. Aber es ist eben eine von den günstigeren Windeln auch. Ich weiß gar nicht, so um die 10 Euro. Kann man so nicht sagen. Es wird vorne ein bisschen dick, wenn man den Klett hier vorne drauf macht. Seht ihr, dann hat man ordentlich Stoffschichten, weil es eben der Klett auch mit Stoff hinterlegt ist. Ihr seht das hier. Wo bin ich jetzt hier im Bild? Also, ist vom Klett nicht ganz mein Favorit, aber die Windel ist ansonsten top für den Preis. Ist jetzt absolut in Ordnung. Ja, dann haben wir ja schon seit einiger Zeit unsere Huda hier. Na, wo habe ich sie da? Huda im Gebrauch. Die sind aus Baumwoll-Velour. Ja, innen zeige ich jetzt mal nicht, da sind schon Flecken vom Muttermilchstuhl drin. Alle kriegt man dann doch manchmal nicht mehr raus. Die kann man hier schön knöpfen, hat 3 Knöpfe. Wir machen es jetzt noch auf die unterste Stufe, obwohl das jetzt bald schon Zeit wird für den 2. Knopf. Ja, so passt das ganz gut. Hat man hier vorne auch echt so ein bisschen mehr Stoff. Dann braucht man keine Einlage reinmachen. Sie hat oder sie wird immer geliefert mit so einer Einlage. Hat so ein, auf der einen Seite so ein bisschen Polyester. Das mag ich nicht so gerne. Soll aber Babys Haut trocken halten, aber ich würde sie so rum reinmachen. Und dann das große Teil nach vorne, da wo die Pipi bei den Jungs dann auch kommt. Aber wie gesagt, brauchen wir momentan noch nicht, weil für nachts nehme ich eh eine andere Windel. Ja, die finde ich super schön. Die haben eben auch, ja, der Klett, der sieht jetzt schon so ordentlich mitgenommen aus, weil die Windel, diese hier hat meine Tochter schon angehabt. Die hatte ich damals gekauft. Und dementsprechend sind die jetzt schon ordentlich benutzt, gebraucht. Ja, hat eben den schönen schmalen Klett hier, mag ich gerne. Kann man auch Überklett machen, wenn man das jetzt hier ausmacht. Und ihr merkt, oh, der Klett sitzt immer noch sehr, sehr schön fest. So soll es auch sein. Also, so
kleines schönes Paket hat man da. Das ist einer meiner Favoriten. Ist vom Auslaufen her okay, nicht super okay. Und wenn man da jetzt irgendwie zum Beispiel so eine Einlage aus, habe ich jetzt zum Beispiel Bambus-Einlage, Bambus-Frottee reinmachen würde, könnte es eben sein, dass mit dem Auslaufen noch ein bisschen weniger werden würde. Aber wie gesagt, momentan ist mir das als Paketchen bei dem Kleinen schon dick genug. Ja, die mag ich super gerne. Dann haben wir die Anavy, oder ich weiß gar nicht genau, wie man die ausspricht. Das sind diese schönen hier. Und die sind wirklich schön aus Baumwolle und außen eben so ein Muster drauf. Es gibt ganz verschiedene Muster. Wir haben jetzt eben die Schiffe und Segelboote und einmal Elefanten. Ja, die kann man auch einstellen, wobei der unterste Knopf irgendwie, ja, wenn das Baby so klein ist, dass man den untersten Knopf bräuchte, ist es mir viel zu breit hier im Schrittbereich. Ja, deswegen, also wir nehmen für ihn jetzt den zweiten Knopf hier, den mittleren. Und damit sind wir echt zufrieden. Die hat so eine kleine Einlage und so eine mega lange Einlage noch dabei. Die ganz lange, die brauchte ich auch bei meiner Tochter nie. Die finde ich irgendwie ein bisschen unpraktisch, aber ist Ansichtssache. Diese kleine Einlage ist ganz toll. Hat man eben noch ein bisschen mehr Saugkraft. Für den Tag nehmen wir die immer für unterwegs, weil eben das Paket auch nicht ganz so dick wird. Ja, die hat eben auch so einen super tollen Klettverschluss. Ah, jetzt habe ich mich ein bisschen auf meine Hand gesessen eben. So, da kann man es eben so rüber machen und eben auch gegenklett. Nicht gegenklett, sondern rüberkletten, wenn das Baby noch ganz klein ist. Ich mache das mal eben. So. Also, das ist ein schönes Paket. Sieht toll aus. Und tut seinem Dienst. Die sind aber natürlich ein bisschen teurer. Ich glaube, der liegt von Amy bei 18. 19 Euro, ich weiß gar nicht genau mehr. Schon ein bisschen her, dass ich die gekauft habe. Ja, und dann haben wir unsere Totspots hier. Absoluter Favorit. Hat eben eine einknopfbare Einlage da drinnen. Die klappe ich immer so um bei ihm. Weil er ein Junge ist und vorne kommt die Pipi eben. Dann brauchen wir ordentlich viel Saugkraft. Ja, die ist sehr, sehr schön. Das ist auch Bambus-Frottee mit einem kleinen bisschen Polyester drinnen. Saugen aber gut. Und das ist die Größe 1. Die haben wir am Anfang hier einmal umgeknöpft. Dann war sie richtig schön klein, aber mittlerweile brauchen wir das schon so geöffnet. Für meine Tochter habe ich die ja in einer Nummer größer gehabt. Und aber bei ihm reicht das jetzt auch noch. Das wird auch eine Zeit lang noch so laufen. Und die haben eben auch wirklich super schön. Entschuldigung, jetzt habe ich einmal aufgestoßen hier. Diesen wunderschönen dünnen Klett. So. Das ist unsere Nachtwindel. Später werden wir da einfach noch eine Einlage mit reinmachen, die ich euch eben schon zeigte. Zum Beispiel eben so eine, das ist eine dreilagige Bambus-Frottee-Einlage. Da ist auch natürlich ein ganz klein bisschen Polyester mit drin. Ja, das ist super. Dann habe ich von meiner Tochter noch von damals die Popolini. Ja, die sind aus so einem Baumwollflanell, glaube ich. Aber das wäscht sich ziemlich schnell. Wird das so ja, eben überhaupt nicht mehr so flanellig. sind trotzdem nicht schlecht. Haben eben ganz gutes Beinbündchen. Und auf der mittleren Stufe benutzen wir das jetzt für ihn. Da gibt es auch noch eine Einlage, eine dicke Einlage dazu, aber die benutzen wir noch nicht, also machen wir so rum. Hat aber auch leider, wie die Leute jetzt diesen Klettverschluss, der einfach mit Stoff hinterlegt ist. Und naja, nach einer Zeit lang, wenn man jetzt, ist es alles kein Problem mit diesen Klettverschlüssen, wenn sich hier so ein Stück löst, ne? Ist eben nicht mehr ganz bis zum Rand schön klettet, wenn man Pullüberhosen benutzt. Aber wir benutzen ja Wollüberhosen. Und wenn sich das so ein bisschen hier aufmacht, dann kleben die an der schönen Wolle, an der Schurwolle. Und das ist traurig, weil das dann kaputt geht, die Überhosen. Also für alle, die Pull benutzen, macht es nichts, wenn der Klettverschluss so ein bisschen dann nachlässt. Aber für uns ist das eben nicht so praktisch, deswegen davon kaufe ich auch keine nach. Mögen aber für andere Leute bestimmt ihren Zweck erfüllen.
Ja, welche wir dann noch haben, sind diese hier. Baby Idea. Das ist Baumwolle und Hanf. Die haben auch eine schöne Einlage da drinne. Die ist eingenäht. Wollte ich mal gucken. Nein, die ist eingeknöpft. Die kann man sogar rausholen. Habe ich noch gar nicht gemerkt, weil ich habe sie einfach drin gelassen. Und die hat eben hier vorne zum Einstellen, statt der Knöpfe, dass man so runterknöpft, diese Fäden, also diese Bänder, die man hier in die Schlaufen reinmacht, zieht man fest, hat man natürlich hier vorne ordentlich dick was dran, aber es saugt dann natürlich auch gut. Und zum Verschließen hat man dann eben hier diese Druckknöpfe. Ich bin nicht ganz so ein Fan von Druckknöpfen, weil sich dann eben das nicht ganz so perfekt individuell einstellen lässt. Weil ihr seht ja den Abstand zwischen den Druckknöpfen. Nichtsdestotrotz, dass es eine super Windel mit Hanf ist, kann man irgendwie nicht viel falsch machen. Hanf saugt super gut. Nicht so schnell wie jetzt irgendwie künstliche Fasern, aber da es ja mit Baumwolle gemischt ist, gute Kombination. Ja, ich finde das ganz süß. Sieht natürlich auch nach ein paar Wäschen echt schon so abgenutzt aus, aber ist voll funktionsfähig. Aber es ist eben dieser Hanf, der macht wirklich, der sieht irgendwie mal so aus. Habe ich auch bei den Einlagen, kann ich dir mal zeigen. Zum Beispiel habe ich hier von Storchkinder so eine Hanfeinlage, auch wieder Hanf und Baumwolle. Und die sehen eben ziemlich schnell so alt aus, aber solange sie ihren Dienst machen, super. Also das ist ein super Material. Gut. Da haben wir die Windeln alle durch. Da will ich euch noch kurz was sagen zu den Fließeinlagen. Wir haben jetzt momentan einmal diese hier von Imse Wimse. Gibt es aber ganz verschiedene Firmen. Ist im Prinzip fast egal. Ich muss gestehen, dass ich nicht jedes Mal das benutze. Ja, hat verschiedene Gründe. Ich bin ein bisschen faul. Nein, das nicht. Aber also gerade diese Sorte ist einfach ein bisschen groß. Die passt. Ich nehme mal eins jetzt ab hier. Die sind echt groß für die ganz kleinen. Steht ja alles drüber. Also entweder bin ich dazu zu blöd, die zu benutzen. Weil, ich zeige euch das mal. Mir die sonst ein bisschen zurechtgeschnitten gehabt. Ihr seht, wie groß die sind. Vielleicht gibt es davon auch einfach kleinere Größen. Also wir hatten die jetzt einfach dann neulich so ein bisschen zusammengelegt. Nach dem Waschen sind sie kleiner, da kann man sie besser benutzen. Ich hatte es jetzt neulich einfach so zusammengelegt. Wenn wir unterwegs sind, dann lege ich schon Wert drauf, dass das da drin ist. Dass man unterwegs, falls ordentlich Stuhlgang reinkommt, dann entsorgen kann. Wenn nur Pipi da ist, dann haben wir das auch immer mitgewaschen und dann wird es kleiner. Dann passt es fast so länglich rein. Aber zu Hause, ich mache es nicht jedes Mal rein. Und dann eben landet was in der Windel und ist ein bisschen komplizierter auszuwaschen. Ist dann manchmal so. Aber wenn ihr da das mit dem Auswaschen einfacher haben wollt, dann benutzt das bei jedem Windelgang. Aber wie gesagt, ich kann mich da nicht so ganz mit anfreunden. Ja, ich glaube, das war schon von den Windeln, die wir momentan benutzen. Und ja, ich wollte ja noch zeigen mit den Wollüberhosen. Muss ich mal gucken, ob ich es noch hier ranhänge ins Video, wie man die wäscht. Was man da zu beachten hat. So, ich packe das jetzt mal kurz wieder weg hier. Und entweder wird es rangehängt oder ein anderes Video noch. Bis dann, tschüss. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Das ist für euch hilfreich. Ihr könnt ja auch gerne Fragen stellen, Kommentare da lassen. Das ist auch nur meine Erfahrung und auch meine Ansicht über, ob die Windeln gut oder schlecht sind. Da hat ja jeder ganz andere Auffassungen und auch Bedürfnisse. Und deswegen ist ja toll, dass es so viele schöne gibt. Das Einzige, was ihr bei mir eben nicht finden werdet, die All-in-One-Windeln mit den Pull-beschichteten Sachen da. Wir machen das mit den Wollüberhosen. Deshalb ist es auch nicht ganz so farbenfroh, obwohl ich ja schon das schön finde hier, ne? Aber man zahlt dann eben auch ein paar Euro mehr für ein schönes Design.